Der Trailer hat mit seinen 28 Millionen Views, die es aktuell hat, einen eigenen Rekord aufgestellt. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP, hier beim ersten Innenhof und... Hey, Moment mal, was ist das da für eine gelbe Wand im Hintergrund? Ich weiß eh, was das für eine gelbe Wand im Hintergrund ist, Mann, Daniel, tu doch nicht so. Aber ja, ich zeige es ja euch gerne mal, weil vielleicht der eine oder andere fragen wird. Aber für euch wird das nicht mehr von großer Relevanz sein, weil dieser Tag schon längst war. Genau. Hallöchen erstmal an Divil, Daria und Kupo. Und schaut mal, Leute, heute Abend findet das große Public Viewing zu Hogwarts Legacy statt. Da findet nämlich das State of Play statt. Und ich bin unendlich hyped und freue mich da drauf. Und dadurch wisst ihr jetzt natürlich zu diesem Zeitpunkt auch schon, wie das Ganze war. Und ja, habt auch schon die ersten Gameplay-Eindrücke bekommen. Ich bekomme die leider erst heute Abend. Aber ja, aufgeregt bin ich alle Male und ich zitter schon am ganzen Körper. Und ach Leute, momentan ist der Hype, was die Wizarding World anbelangt, einfach grenzenlos. Und... Leute, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Also, normalerweise, also gerade in den letzten ein, zwei Jahren, so nach dem zweiten Teil von Fantastic Beasts und nachdem der dritte Teil jetzt mehrfach verschoben wurde, war es bei mir persönlich immer so, ja, ein kleines, aber feines Problemchen. Ja, würde ich nicht mal sagen. Also, Problem klingt immer so negativ. Eher ein bisschen mehr Struggle, was auch Themensuche oder beziehungsweise solche Sachen anbelangt. Auch extra Videos, da musste ich immer mal wieder so ein bisschen mehr überlegen. Auch wenn ich natürlich immer noch eine große Palette hatte. Aber momentan weiß ich einfach gar nicht mehr, wohin mit mir. Es gibt Fantastic Beasts 3, es gibt Hogwarts Legacy, es gibt alles Mögliche. Der ganze Content, der dazu noch rauskommt, es ist einfach der Wahnsinn. Und dieser ganze Hype, der beflügelt mich unglaublich. Und ja, vielleicht geht's dem ein oder anderen von euch ja genauso. Heute in dieser Folge habe ich mir natürlich auch nochmal ordentlich Gedanken gemacht, was wir jetzt in den circa 10 Folgen, die uns noch bleiben, machen können. Und ein Gebäude, ja, ist mir da besonders wieder in den Fokus gerückt. Und zwar der Astronomieturm, den man hier gerade sieht. Den haben wir in dieser Staffel, nur in dieser Staffel hochgezogen, wohlgemerkt. Und ich bin echt beeindruckt, dass wir das so geschafft haben. Aber da auch nochmal liebe Grüße an den Daniel Ravenclaw, der natürlich auch die Vorlage dazu gegeben hat. Ich würde gerne in der heutigen Folge ein bisschen daran weiterbauen. Es gibt nämlich noch einen einzigen Abschnitt, der, ja, in dieser Staffel, sag ich mal, noch angefangen werden kann. Der auch innerhalb dieser Staffel fertig gebaut werden kann. Was genau ich damit meine, erzähle ich euch gleich. Aber wir brauchen erstmal ein bisschen Sand. Und wir hatten ja letzte Woche hier schon ein Bauteam auserkoren, die Clay gefarmt haben, beziehungsweise die Rohstoffe dafür. Und dadurch haben wir natürlich auch hier ein bisschen Sand, genau. Und dann nehme ich mir einfach mal, ja, vier Stecken sollten reichen. Gut, dann müssen wir die jetzt mal eben zu unserer Base bringen, weil aus diesem Sand machen wir jetzt Glasscheiben. Ich habe mein Inventar auch schon so ein bisschen vorbereitet, zumindest die drei Sachen hier. Man sieht 6 Glas, 34 Glowstone und noch ein bisschen Glowstone-Staub. Also, ja, kann man eins und eins zusammenzählen. Wir brauchen also Glas und Glowstone. Glowstone sollten wir eigentlich genug haben, zur Not können wir davon aber auch nochmal ein bisschen mehr farmen. Glas, ja, da mangelt es uns halt dran. Ich habe überall schon gesucht, aber überall nur, ja, unterschiedliche Farben gefunden. Aber wir brauchen dringend transparentes Glas. Und, genau. Und, ja, davon haben wir halt einfach nichts mehr. Und weil das ja ein Survival-Projekt ist, ne, mache ich das jetzt mit euch zusammen. Und mal eben hier ein bisschen mehr Licht, weil ihr sonst wieder nichts seht. So, genau, dann packen wir den ganzen Stuss mal hier in die verschiedenen Kisten rein. Immer so ein Stack pro Ofensystem, dann geht es ein bisschen schneller. So, wunderbar. Gut, aber trotzdem müssen wir natürlich ein, zwei Minütchen warten. Und für diesen Fall habe ich mir auch schon was überlegt, was wir jetzt machen können. Denn es gibt noch eine Aufgabe, die in dieser Staffel durchaus weitergeführt werden kann. Und das werden wir jetzt so lange machen, bis circa diese Glasscheiben fertig sind. Und dann kommen wir gleich hier wieder zurück. Genau. So, und zwar geht es jetzt erstmal ab zum verbotenen Wald. Ich hatte nämlich in den letzten Streams sehr viel hier dran weitergearbeitet mit meinen Bauteams. Und ja, der Wald wurde ordentlich vergrößert. Jetzt schaut mal auf der Minimap, Leute. Oder schaut halt auf dem Bildschirm selber. Da sieht man es jetzt ganz genau. Es ist einfach der Wahnsinn, was sich hier jetzt für einen Wald aufbaut. Schaut euch das mal an. Also klar, hier ist er noch ein bisschen dichter als da. Das hier ist quasi neues, Gebiet, was wir da, wie nennt man das,
erkundet haben, erschlossen. Ja, genau, erschlossen war das Wort, was ich gesucht habe. Und, ja, mir ist in den Streams mehrfach aufgefallen, dass ich unbedingt mal wieder ein paar Strukturen bauen möchte. Aber da habe ich ja auch gesagt, das ist Folgenaufgabe. Und dazu stehe ich nach wie vor. Deswegen machen wir das jetzt in der Folge ein bisschen. Allerdings nur als kleine, ja, ich sag mal, Zeitüberbrückungsaufgabe. Wie gesagt, eigentlich möchte ich heute am Astroturm weiterarbeiten. Aber, ja, wenn wir kein Glas haben, haben wir kein Glas, Leute. Da müssen wir halt erstmal ein bisschen warten und uns umorganisieren. Aber ja, ich habe heute auch wieder ein sehr cooles Thema am Start, was ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Und behandelt die Frage, beziehungsweise die Tatsache schon eher, weil eine Frage ist das eigentlich gar nicht. Hogwarts Legacy bricht alle Rekorde. Und das kann man jetzt schon zu diesem Zeitpunkt sagen, obwohl, wie schon gesagt, ich noch gar nicht die Gameplay-Aufnahmen gesehen habe, geschweige denn sonst irgendwas in die Richtung. Also das Einzige, was jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, was es gibt, ist halt dieser eine Trailer, den wir da gesehen haben. Und wartet mal gerade ganz kurz, ich muss mal eben hier ein bisschen was zusammensuchen, weil wenn ich jetzt hier wieder anfange zu quatschen, dann sind meine Gehirnsynapsen überbeansprucht und dann kriege ich das nicht mehr hin. Deswegen, Leute. So, nochmal hier so ein bisschen, ne, davon. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen möchte. Halt Strukturen bauen, aber das ist natürlich breit auslegbar. Wieso gibt's hier eine eigene Kiste für Druckplatten? Das ist komisch. So, dann haben wir, ich glaube, ich nehme mal hier ein paar bemusste Cobbles mit, genau. So, und dann, ja gut, hier noch so ein paar Pflanzen, aber die nehme ich, glaube ich, später mit. Die stopfen mir nur das Inventar zu. So, ja, hier ein bisschen Gras, ja, kann man immer gebrauchen. Und ein paar Champignons, ach, die nehme ich nicht mit, da habe ich keinen Platz mehr für. Okay, Leute. Und Hallöchen natürlich auch an Dinnerbone, den Geist von Dinnerbone wohlgemerkt, den ich umgebracht habe. Dann Dinnerbone 2, Dinnersteak und... Oh, Dinnersteak, du bist ja erwachsen geworden. Dinnersteak war vor kurzem im Livestream noch ein Baby, Leute. Und jetzt ist sie einfach erwachsen. Hallo, Dinnersteak. Ja, schön, dass du groß geworden bist. Ja. Sehr schön. Gut, ich muss jetzt aber leider in den verbotenen Wald, der noch nicht verboten ist, weil es hier noch keine bösen Tierwesen drin gibt. Aber das wird sich sehr bald in Let's Build Hogwarts ändern, Leute. Denn dann werden wir hier Akromantulas, Werwölfe und Duggy-LPs reinsetzen. Okay, vielleicht keine Duggy-LPs. So brutal sollte es vielleicht doch nicht sein. Aber, Daniel, du bist echt ein Scherzkeks. So, ja, ich muss mir mal eben hier einen Ort raussuchen. Also, ja, wir machen es einfach mal hier, Leute. Ich würde nämlich gerne noch so einen umgestürzten Baum bauen, der hier so auf diesen Baum draufgefallen ist. Ja, der Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Oh, und das hier könnten wir als Wurzelkrater nehmen. Episch, Leute. Ja, probiere ich mal mein Bestes. ob mein Bestes gut genug ist, das ist halt eine andere Frage. Aber gut, gehen wir mal auf das eigentliche Thema ein. Und genau, warum heißt der Titel Hogwarts Legacy bricht alle Rekorde? Ist kein Clickbait, Leute. Es ist Fakt, dass Hogwarts Legacy alle Rekorde bricht. Also, okay, vielleicht jetzt nicht alle Rekorde, aber einige Rekorde. Und es geht darum ganz speziell auch um den Trailer, der bereits rauskam. Denn... ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der Trailer hat mit seinen 28 Millionen Views, die es aktuell hat, einen eigenen Rekord aufgestellt. Nämlich einen Rekord, der sich quasi darauf bezieht, dass kein anderer Game-Trailer in so kurzer Zeit so viele Views bekommen hat. Noch nie. Also in der ganzen Geschichte von Sony, also bezogen auf Sony jetzt. Andere Trailer... ne, schon, aber ich sag mal, ne, Sony ist ja jetzt auch keine kleine Marke, deswegen will ich das dadurch auch gar nicht runterspielen. Aber ich find's einfach unglaublich beeindruckend, dass momentan dieses Spiel einfach in aller Munde ist und, ja, irgendwie gefühlt alle davon reden, selbst die Leute, die gefühlt gar nicht mehr so wirklich viel mit Harry Potter zu tun hatten. Und dadurch erweckt es in mir so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze jetzt irgendwo wieder eine Fanbase zum Leben erweckt, die vielleicht mit der Zeit so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht ausgestorben ist. Das klingt makaber und etwas falsch, aber, ja, die vielleicht ein bisschen von Harry Potter weggekommen ist. Moment, Zeitung Kehrer nochmal eben ahoi. Ich bin am Überlegen, Leute, ob wir das hier so machen. Also, ich würde gerne so einen schrägen Stamm bauen, aber merke gerade, dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wir könnten das natürlich später mit, Pilzen und so weiter kaschieren, weil natürlich, klar, hier die... Astabsägungen hier sind relativ unsinnig, wenn, ne, also gut, man könnte sagen, da ist so ein Stamm früher mal, gewesen. So, wisst ihr, also quasi so jetzt hier, genau, dass man das hier so ein bisschen weiterführt.
Aber ich baue jetzt erstmal weiter, Leute. Das Schöne an so natürlichen Strukturen ist ja, dass man im Grunde nicht viel falsch machen kann. Nur hässlich. Nicht falsch, aber hässlich. Und die Frage ist jetzt, ist das hässlich, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare. So, genau. Und insgesamt bin ich einfach total perplex. Oder, ja, was heißt perplex? Also, ich habe mit diesem Erfolg irgendwo gerechnet. Ist natürlich immer so ein bisschen, weird, so dazu sagen, dass man damit gerechnet hat. Weil in die Zukunft gucken kann ich auch nicht. Aber es wurde halt innerhalb der Community immer wieder von einem, ja, Wunsch geredet, endlich mal eine Open-World-Map zu kreieren oder ein Spiel im Open-World-Stil zu kreieren, innerhalb von Hogwarts oder innerhalb der Wizarding World. Das war ein Wunsch der Fans seit, ja, eigentlich seit der ersten Spiele damals. Also seit die Harry Potter-Spiele für jeden Film rauskamen, da gab es eigentlich schon die Personen, die gesagt haben, yo, mach doch mal bitte ein Open-World-Game, Harry Potter wäre dafür sowas von geeignet. Und ja, ich glaube, ich muss euch nie erzählen, dass das ziemlich lange gedauert hat, bis Warner da anscheinend auch auf den Trichter gekommen ist. Und ja, ich meine, ne, innerhalb der letzten, also wie lange ist es jetzt her, dass der 7. Teil rauskam? Ich glaube, 2011 kam er raus, ne? Das heißt, jetzt 11 Jahre ist das Ganze her. Und das ist halt echt eine enorme Zeit und zeigt auch schon, wie lange die eigentlich für diese Umsetzung gebraucht haben. Und ich frage mich da halt einfach, haben die so lange gebraucht, weil sie dem kein Potenzial angerechnet haben? Oder haben sie so lange gebraucht, weil sie halt einfach mit der Idee noch ein bisschen warten wollten für einen Zeitpunkt, wo es halt mehr Sinn macht? Jetzt zum Beispiel durch Fantastic Beasts ist natürlich, der Bezugspunkt viel, viel passender, sag ich mal. Ich weiß es nicht, aber es war eigentlich absehbar, dass ein solches Spiel viele, viele Fans wieder hervorholen wird. Und ich muss aber auch dazu sagen, um mir mal direkt irgendwie selber ein bisschen eine Antwort auf die Frage zu geben. Doch, ich finde es schon nachvollziehbar, dass sie das Ganze jetzt gemacht haben, weil durch Fantastic Beasts ist es jetzt so, dass natürlich das Spiel erweckt irgendwo natürlich alte Fans. Also ich glaube, das merkt man einfach auch dadurch, dass jetzt gerade viele auf Twitter sich einfach mega auf dieses Spiel freuen und ansonsten ja nicht so wirklich viel mit Harry Potter am Hut hatten, zumindest nicht so, dass ich das bemerkt hätte. Da natürlich auch immer subjektiv. Meine Wahrnehmung ist natürlich nicht allgemeingültig, aber ich denke mal, vielleicht hat der ein oder andere von euch das auch schon so bemerkt, dass da einige, ja, sich sehr anscheinend auf das Spiel freuen, wo man so nicht dachte, dass die Harry Potter-Fans sind. Und ja, man muss auch dazu sagen, Harry Potter ist ein riesen Franchise, Leute. Vielleicht ist das in den letzten Jahren so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber de facto ist die Wizarding World eines der größten Franchises der Welt. Und dadurch natürlich klar, also gerade durch die Zeit, wo Harry Potter rauskam, wo die Filme released wurden, wo die Bücher released wurden. Es war in aller Munde, die Leute haben vor den Videotheken, vor den Bibliotheken gecampt und gewartet, dass da ein neuer Film rauskommt, neues Buch rauskommt. Ich bin durcheinander, Leute, merkt ihr, ne? Das ist natürlich nicht spurlos an diesen verschiedenen Generationen vorbeigegangen. Und klar haben sich manche von denen irgendwann mal vielleicht so ein bisschen mehr von der Wizarding World distanziert. Aber jetzt durch dieses Spiel scheinen viele wieder auf den Geschmack gekommen zu sein. Und das ist natürlich zu einem Zeitpunkt, wo auch die Filme weitergeführt werden, durch Fantastic Beasts natürlich, super mega vorteilhaft. Und ich finde auch generell, dass das Marketing momentan sowieso in eine ganz gute Richtung geht. Ich hatte mich ja vor kurzem ein bisschen darüber lustig gemacht, aber so im Nachhinein muss ich sagen, doch, also ganz blöd haben sie es nicht gemacht. Und ich muss mich eigentlich auch bei der Wizarding World und insbesondere bei den Community Managern entschuldigen, weil, ja, dass sie so spät erst mit dem ganzen Hype-Gestreuer angefangen haben, ist wirklich eigentlich schlau gewesen, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen. Aber ich drifte ab. Ich bin einfach mega gespannt, wie Hogwarts Legacy werden wird und ob es wirklich diesen, ja, Spagat der alten und auch der neuen Fans schafft, weil es sind natürlich auch einige hier, die gerade auch die LBH-Folge hier schauen, die, vielleicht damals überhaupt gar nicht dabei waren, als die Bücher released wurden. Oder auch gar noch nie einen Harry Potter-Film im Kino gesehen haben. Immer wieder lese ich solche Kommentare. Und ja, irgendwo ist es ja jetzt gerade das Kunststück der Wizarding World, die alte und die neue Generation gleichermaßen abzuholen. Und das ist tatsächlich irgendwo meiner Meinung nach eine riesengroße Aufgabe, die da gerade ansteht und die Wizarding World packen muss. Und
Ich glaube, dass durch dieses Spiel jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. So, Leute, ich unterbreche die Aufgabe mal eben, weil eigentlich war das nicht die Hauptaufgabe. Wir werden da nächste Folge auf jeden Fall weitermachen. Also in dieser Woche wird der Astroturm und der verbotene Wald Fokusaufgabe. Einfach die Aufgaben, die jetzt sich noch lohnen würden. Und genau, nur ich habe versprochen, dass wir jetzt auch am Astroturm weiterarbeiten und das Versprechen will ich einhalten. Und ja, wieder mal das Problem, dass ich mich unendlich zugemüllt habe. Fichtenholzstämme packen wir hier mal eben weg. So, ja, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr wegpacken, sonst habe ich gleich wirklich wieder ein Problem mit dem zugemüllt sein. So, dann packen wir mal den ganzen Kokolores da rein. Ich packe einfach mal alles in diese Krimskramskiste. Dann kann ich später das da wieder rausholen. So, perfekt, Leute. Dann einmal wieder zurück in die Base und dann schauen wir uns mal an, ob das mit dem Glas funktioniert hat, ob das soweit fertig ist. Genau. Ja, also Leute, ich bin gespannt, was Hogwarts Legacy da noch so auf die Beine stellen wird. Und ich glaube auch, wenn es wirklich so sein wird, wie es aktuell anzunehmen ist, dass das Spiel ein riesiger Erfolg wird. Also jetzt nur, was die... Also ich beurteile das nicht anhand dessen, dass ich glaube, dass das Spiel gut wird, sondern ich beurteile das anhand dessen, was man allgemein gerade von den Fans mitbekommt. Weil ob das Spiel gut wird, das weiß ich natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt hier auch noch nicht. Und da mag ich mir auch noch kein Urteil erlauben. Ja, wie gesagt, 28 Millionen Views ist ein Rekord. Zusätzlich dann, wie gesagt, noch der ganze positive, das ganze positive Feedback von den Leuten, die die Trailer sehen und was man da so mitbekommt. Und ja, das alles so zusammen, denke ich schon, kann man von einem Erfolg ausgehen. Wenn das Spiel natürlich auch gameplay-technisch die Erwartungen erfüllt. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Entweder es wird ein Cyberpunk 2077 oder wie hieß das? Oder es wird ein Elden Ring. Ich habe beide Spiele nicht gespielt, aber schon ganz oft aus Bekennerkreisen gehört, dass Elden Ring ein positiv Beispiel für ein Release ist und Cyberpunk nicht. Und ja, die Frage ist jetzt, was wird Hogwarts Legacy? Wird es ein Cyberpunk oder wird es ein Elden Ring? Ja, wird spannend, Leute. So, jetzt gehen wir aber hier erstmal ans Eingemachte. So, wir müssen jetzt erstmal hier ein Loch in die Mitte kloppen. Und zwar so groß. Also ein bisschen vorinspiriert bin ich, aber ich baue es trotzdem komplett frei nach Schnauze. Einfach weil, weil darum. So, genau. Und wir brauchen übrigens anderes Glas. Und da müssen wir uns mal eben für eins entscheiden. Es sollte ein Glas sein mit ein bisschen mehr Struktur drin. So mit diesen Eisenzaunstrukturen. Ich tendiere ehrlich gesagt eher zu diesem hier. Können wir ja mal gucken. Alternativ könnten wir auch noch gucken, ob wir was... Vielleicht das hier noch? Verliesglas wäre vielleicht auch noch ganz nett. Und wir haben hier noch einen Stecken. Den könnten wir mal eben... vielleicht das hier noch? Der Rest wäre mir ein bisschen zu wild. Ja, nehmen wir noch... Also die drei, die fände ich persönlich am besten. Und was wir jetzt bauen... Achso, und wartet mal. Wir müssen noch eben den Glowstone umschüsseln. Der wird nämlich auch eine andere Struktur bekommen. So, in der Vorlage hatte er, glaube ich, diese Struktur hier, oder? Nee, warte, diese? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Aber ich entscheide mich jetzt einfach mal... Oder warte mal, wir machen mal wieder mehrere Beispiele. Machen wir mal drei Beispiele daraus. So, also wir haben einerseits das hier. So. Dann haben wir, wir können es auch gerne so machen, dass die heutige Folge nochmal so eine kleine Probierfolge wird. Weil fertig bauen werde ich das jetzt eh nicht also ich werde das auf keinen Fall schaffen, fertig zu bauen. Aber ja, dass man schon zumindest schon mal so ein bisschen gucken kann. So, was haben wir hier? Glowstone Bismut. Glowstone Bismut Platte? Was? Okay. Gut, also Leute, dann setzen wir mal eben hier die verschiedenen Blöcke hin. Also eine kurze Testaktion. So, einmal haben wir diesen Block hier. Dann haben wir diesen Block hier. Und wir haben diesen Block hier. Den hier würde ich tatsächlich schon direkt rausnehmen, weil der mir zu dicken Rahmen hat. Das finde ich ein bisschen nicht so schön. So, dann schüsseln wir den mal wieder zu normalem Glas. So, dann bleibt also die Wahl zwischen diesem hier und diesem hier. Und da tendiere ich, glaube ich, eher Richtung dem hier. Ja, wir machen erstmal das Ganze mit dem hier, Leute. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist gar kein Problem, dann sagt mir das gerne. Dann können wir es nochmal umschüsseln. Ihr seht ja, das funktioniert ganz easy und ist auch überhaupt gar kein Problem. So, nochmal eben Zeitumkehrer Ahoi, wird nämlich irgendwie wieder dunkel. Und jetzt muss ich noch etwas machen, bevor es weitergeht. Denn ich würde gerne das erste Konstrukt, wie auch immer man das... Ich weiß nicht, was ist das Sachwort dafür, Leute. Es ist ja eigentlich so eine...
Planetendarstellung, die wir jetzt bauen, glaube ich. Also so ein, wie nennt man das? So ein Planetenmodell oder so? Irgendwas auf jeden Fall von Astrologie, logischerweise. Oder Astronomie, besser gesagt. Aber ich weiß gerade nicht den Fachbegriff. Kann mir gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bescheid wisst. So, genau. Ein bisschen Licht, weil sonst sehen wir nicht gleich, was wir bauen. So, hier oben auch nochmal. So, da auch nochmal, da auch nochmal und 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 da auch nochmal. So, sehr schön. So, jetzt hat man auch ein bisschen besser im Blick, wie groß das Dach hier eigentlich ist und was wir hier für Platzmöglichkeiten haben. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal so ein bisschen Glas und die Aufgabe ist jetzt folgende. Wir müssen eine Art Kugel bauen. Ja, eine Kugel, Leute. Und diese Kugel muss irgendwo anfangen. Manchmal, Leute, ne? Mein Satzbau ist einfach ganz echt, ja, genau. So, dann geht's jetzt hier weiter. Dann machen wir das hier so. Ist das hier, na, wobei doch, ist eigentlich in Ordnung. So, wir machen jetzt hier verschiedene, Kreismuster, würde ich sagen. Kann sein, dass es, oder sollen wir das vielleicht erstmal mit einem anderen Stein vorbauen? Weil ich habe gerade ein bisschen die Angst, dass wir das Problem bekommen, wenn es nicht perfekt wird direkt am Anfang, dann könnte es womöglich dazu hinauslaufen, dass wir, ja, da nochmal das abbauen müssen und das Glas kriegen wir nicht wieder, weil keine Behutsamkeitsspitzhacke. Oder ich mache mir eine Behutsamkeitsspitzhacke, aber das müssen wir nochmal gucken, Leute. So, Moment. Ja, wir werden sowieso wahrscheinlich noch mehr Glas brauchen, aber das machen wir dann später. So, warte mal, die drei würde ich hier sogar schon direkt wieder wegnehmen. Ich würde gerne diese Kreisformen ein bisschen mehr kreisförmig haben wollen, wie auch immer, ja. So, und deswegen machen wir jetzt so, 1, 2, 3 und dann nochmal 4. Dann Hilfsstein 1, dann Hilfsstein 1, 2, genau. Und dann müssen wir jetzt nochmal einen Hilfsstein setzen und hier dran 1, 2, 3, 4, 5. So, genau. Ist das, ich glaube, ich baue das noch ein bisschen niedriger, oder? Oder wir bauen das hier einfach noch, ja, wir müssen das noch ein bisschen weiter nach unten bauen, Leute. Ich verschwende hier echt, nein, kommt, Leute, wir bauen das mit was anderem vor. Weil das ist ja übelste Glasverschwendung, das ist ja blödsinnig. Dann baue ich das erst mit Erde vor und dann machen wir das später dann aus Glas, wenn ich weiß, wie es gebaut werden soll. Aber das ist sonst hier einfach nur komplett hirnrissig. So, wobei ich es mir ähnlich sehen würde. Also eigentlich könnte ich das auch weiter durchziehen. wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. So, 1, 5, genau. Und dann nochmal... Ach so, warte, ich wollte das so mit... Ich hab gerade gesagt, ich baue es mit Erde nach. Glaubst du das? So. Genau. Und, hey, Moment mal, das ist auch kompletter Schwachsinn, den ich hier baue. Weil eigentlich müsste das ja so gemacht werden. So. Und dann müsste... das hier ein Zweier sein, also 1, ein Zweier, ein Fünfer, ein Zweier und ein Einer. Oh Leute, ich liebe das, Kreise zu bauen. Also eigentlich wäre es vielleicht doch schlauer, da sich ein paar Notizen zu machen, aber ich will da halt auch ein bisschen, ja, freigestalten, keine Ahnung. So, jetzt wäre es, glaube ich, schon eher von der Höhe. Ja... ja, geht in die richtige Richtung. So, jetzt gehen wir hier nochmal eine höher. Ja, wir probieren das jetzt. Also das ist eine reine Probierfolge, Leute. Aber ist ja auch nicht schlecht. Weil, ne, probieren ist immer gut. Und sitzt der Kreis nicht ganz mit? Hä? Doch, hä? Oh Leute, ich bin wieder so verwirrt. Wartet. So, einmal nach oben. Und dann jetzt hier nochmal so. Und dann nochmal so. Der hier kann nochmal eben weg. So, und dann, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt müssen wir natürlich wieder den entfernen. Oh, ja, doch. Hä? Nee, warte. Hä? Doch, ist richtig. Sorry, Leute, dieses ganze Rumgestotter, aber ich muss echt gucken, ob das hier alles so weit funktioniert, was ich mir vorstelle. Zeitlich sind wir jetzt sowieso fast gegen Ende. Ja, aber ich glaube, es ist richtig. Ich muss nur mal gerade ganz kurz die Steine abbauen, die mich verwirren. Nämlich, diese hier. Diese Glassteine. Mal eben Fackeln. So. Und so. Genau. So. Und dann... yes. Geht es hier so weiter. Die bauen wir auch nochmal eben ab. Und den auch nochmal. So. Und dann haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder
zwei und dann der eine. So, und jetzt nochmal eben alle Hilfssteine wegnehmen, die auch nur verwirren. So, und der auch nochmal weg. So, Leute, jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt müsste das auch richtig sein. Der hier auch nochmal weg, der auch nochmal weg, der auch nochmal weg. Und ja, alle anderen Steine, die jetzt hier gesetzt sind, sind quasi richtig. Ja. Ja, nee, Leute, also gefällt mir an sich. Ich würde darauf erstmal aufbauen. Und ja, das gleiche müssen wir jetzt hier auch auf dieser Ebene machen und dann das gleiche auch nochmal hier in diesem kleinen Seitenturm. Also das, was wir da oben in groß bauen, wird dreimal gebaut, allerdings in verschiedenen Größen. Das ist das Größte. Dann kommt noch so ein mittelgroßes hier rein und ein ganz kleines hier in diesem kleinen Turm. Aber ja, falls ihr überhaupt nicht wisst, was ich eigentlich hier umsetze, dann seid mal gespannt auf die nächsten Folgen, weil ja, theoretisch erklären ist immer eine Sache, praktisch zeigen ist immer eine bessere. Und von daher, Leute, bin ich sehr gespannt, wie ihr dazu steht, wie ihr den Anfang findet, auch wenn es schwer zu bewerten ist aktuell. Dann natürlich auch eure Meinung zu Hogwarts Legacy, wie ihr dazu steht, ob ihr auch glaubt, dass es ein Erfolg wird oder seid ihr da vielleicht anderer Meinung? Und vielleicht habt ihr auch weitere Themenvorschläge. Wenn ja, schreibt mir die gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder am Mittwoch zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao zusammen!